So, da sind wir auch schon bei der nächsten Mission. Die Mission heißt Erste Probleme und ich hoffe mal nicht, dass das zu meinen Problemen wird. Wir spielen wieder mit Tina Korzek und dann geht's los. Und diesmal wird es ein bisschen schwieriger Guten als Morgen sonst. und willkommen zu Ihrer dritten Aufgabe. Für jedes Unternehmen ist es essentiell, Gewinne zu erzielen. Und genau das möchte ich von Ihnen sehen. Sie sollen aus eigener Kraft 5 Millionen Euro erwirtschaften. Nicht durch den Verkauf von Flugzeugen, durch Ihr Geschäft. Führen Sie Flüge durch. Und zwar nicht um jeden Preis, sondern vielmehr mit Gewinn. Verstanden? Gut, dann können Sie jetzt gehen. Wir sehen uns spätestens morgen früh. Genau, und das macht das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger. Aber dann gehen wir erstmal gleich zum Travel Air, um mal zu gucken, ob es gute Aufträge gibt, bevor die Konkurrenz und welche wegschnappt. So, was haben wir denn da? Beides am Mittwoch. Dann wäre das eine Hinflug und das eine Rückflug. Die nehmen wir mal mit. Können wir nicht nehmen. Okay. Guck ich mal gerade, ob wir Last Minute noch was da haben. Irgendwas sehr Attraktives. Es ist viel zu weit weg. Das bringt kein Geld. Das geht nicht. Den können wir heute schaffen. Das ist richtig viel Geld. Okay. Hoffe ich mal, dass ich mir nicht zu viel vorgenommen habe. Und dann planen wir direkt mal durch. Erstmal müssen wir diese Billigflüge alle wegpacken. Oh, nur 600 gewinnen. Das lohnt sich überhaupt nicht, das Ding zu fliegen. Okay. Gucken wir mal gerade. Berlin-Athen. Machen wir einen dicken Gewinn und dann machen wir. Moment, Moment, Moment. Jetzt haben wir Berlin-Athen, Dublin-Berlin. Das geht heute nicht. Jetzt muss ich mal gucken, die richtige Reihenfolge hier zu finden. Okay, der eine ist schon eingeloggt. Dann gucke ich mal, was wir hier so haben. Berlin-Madrid. Oh, ist gut. 52.000 sind nicht so viel. Und dann fliegen wir auch. Ah, oh, da machen wir leider total Minus. Das die können wir hier wirklich vergessen. Diese unterschiedlichen Dinge kommen im Endeffekt dadurch zustande, dass die Flugzeuge unterschiedlich viel Kerosin verbrauchen. Und dadurch sind die Gewinne noch höher oder tiefer. So werde ich mich jetzt eines kleinen Tricks nochmal bedienen. Ich klicke dieses erste Flugzeug an und klicke hier auf diese kleine Ecke. Und dann habe ich hier 135 Personen, die da mitfliegen können. Und 3000 Kilometer, das merke ich mir. Und den Verbrauch merke ich mir auch von 9600 Liter pro Stunde. Und nun benenne ich das Flugzeug einfach um. Und zwar nenne ich das 135. 3000 und 9600. So weiß ich dann genau, welches Flugzeug es da handelt. Dann weiß ich 135 Personen, Reichweite und Verbrauch. Und das gleiche werde ich hier auch machen. Einmal gerade die Werte merken. 126. So, den zweiten Wert der Reichweite auch aufgeschrieben. Und den Verbrauch 3050. Und da sieht man schon, das ist doch da deutlich sinnvoller ist mit diesem Flugzeug. Die durchzuführen, die Flüge, weil es halt deutlich weniger verbraucht und das macht hier auch einen richtigen, das macht auch einen richtigen Ausschlag am Ende, was den Gewinn angeht. So, wunderbar, das wäre erledigt. Dann geht es weiter an der Stelle. Gucken wir mal, wo unsere Flugzeuge sind. Der ist erstmal bis morgen ausgeplant und macht auch ein bisschen Gewinn, zwar jetzt nicht allzu viel, aber bisschen. Diese Zwischenflüge machen natürlich nur Minus, weil das sind natürlich Leerflüge. Und das ist dann natürlich nicht so besonders. So, gucken wir mal weiter. Der ist in Berlin. Da müssen wir uns für morgen noch was schön raussuchen. Und da gehe ich natürlich gleich mal zum Travel Air und gucke mal, ob wir noch irgendwas Attraktives so ab 100.000 Euro machen können. Den können wir auch
Oh, den stecke ich mal ein. Der kostet sowieso keine Vertragsstrafe, der Auftrag. Dann nehme ich den mit. Und als nächstes, was ich als nächstes tun werde, ich werde gleich erstmal hier ins Büro gehen. Und, Sydney ist ein bisschen zu weit weg. Jetzt hätte ich mir eventuell mal die Niederlassung gekauft. Was wir auch machen können, was wir versuchen können, das weiß ich natürlich nicht, ob das gut klappt, ein Flugzeug zu kaufen, wenn das einen geringen Verbrauch hat. Zum Beispiel das hier. Das wäre relativ, hat einen relativ geringen Verbrauch, hat eine hohe Reichweite und viele Passagiere. Wenn wir es nicht allzu doll warten, dann müsste das eigentlich ganz gut klappen damit. Müsste man mal sich überlegen, wie viel das kostet. Also knapp 9 Millionen bräuchten wir dafür, für das Flugzeug. Haben wir natürlich nicht, wir haben nur 3. Willkommen so, erstmal mit dem der Eintritt ist frei. Kann ich Ihnen helfen? Kollegen fragen. So, kaufen Sie auch alte Flugzeuge? Kaufen Sie auch alte Flugzeuge? Wenn der Preis stimmt, kaufe ich auch gebrauchte Flugzeuge. So, hier haben wir unsere gebrauchten Flugzeuge. Das wäre einmal, das war unser gutes Flugzeug und das wird noch so 880.000, also 900.000 ungefähr bringen. So, okay. Das ist natürlich nicht allzu viel, also vorausgesetzt, man würde das jetzt verkaufen. Jetzt können wir natürlich nochmal in der Bank gucken, ob die uns vielleicht Geld leihen kann. Ich möchte einen Kredit aufnehmen. So, da können wir ja mal einfach eine Zahl eintippen, dass wir den maximalen Kreditbetrag sehen. Also es wären so 1,5 Millionen, die wir dadurch kriegen. Okay, dann könnten wir vielleicht noch ein paar Aktien verkaufen. Ich will von welcher Firma? So, von Sunshine Airways. Mal gucken, wie viel da wir da kriegen. Ist natürlich gefährlich, weil andere könnten uns dabei übernehmen. Oh, das ist natürlich nicht so viel. 700.000. 700.000, ich schreibe das mal so ein bisschen mit immer. Aber da sind wir weit, weit entfernt, um ein neues Flugzeug zu kaufen. Das heißt, wir müssen erstmal mit dem Material, was wir haben, weitermachen und versuchen, das Beste rauszumachen. Ich gucke nochmal nach Flügen, keinen da. Dann nochmal zum Last Minute. Bevor ich zum Last Minute gehe, gucke ich erstmal, welches Flugzeug heute noch frei ist. Es ist kein Flugzeug mehr heute frei. Nein, es ist kein Flugzeug mehr heute frei. Das ist sehr schade. Und nochmal hier in unsere Briefablage rein. Da haben wir natürlich auch nichts Tolles. Können wir mal gucken, was die Konkurrenz schon gemacht hat. Ah, das sind wir ganz schön weit hinten, da haben wir Minus erwirtschaftet. Aber ich denke mal, das kriegen wir noch ausgeglichen. Gucken wir mal, was es hier noch gibt. Okay, Sydney nur, das ist natürlich blöd. Dann gehen wir erstmal in den Duty Free Laden und kaufen uns das Handy, damit wir erreichbar sind. Es gibt hier noch ein paar andere Sachen, die man kaufen kann, sind aber jetzt für diese Mission nicht wirklich entscheidend. Okay, das heißt, ich kann jetzt eigentlich nur den ganzen... Sunshine, ich werde angerufen. Guten Tag. Hallo, Honey Airlines hier. Was gibt's? Wie läuft das Geschäft? Sehr gut. Könnte nicht besser gehen. Und bei dir? Es geht um unsere Geschäftsbeziehungen. Ich wollte dir vorschlagen, zu kooperieren. Wir können unsere Kontakte ins Ausland gemeinsam nutzen. Du kannst meine Niederlassung anrufen und ich deine. Einverstanden. Das machen wir. Okay, das war es auch schon. Tschüss. Das ist prinzipiell sehr praktisch, aus dem einfachen Grund, weil ich kann seine Niederlassung dann anrufen, wie er schon sagte. Und bei den Niederlassungen gibt es neue Aufträge, die unter Umständen deutlich mehr Gewinne einfahren. Die Niederlassung können wir uns hier holen. Also müssten wir im Endeffekt nur draufklicken und dann würde uns die Niederlassung gehören. Sprich, wir hätten dann Zugriff auf die Aufträge, die von dort aus fliegen. Oder von dort aus starten. Vielleicht finde ich für morgen nochmal einen attraktiven Auftrag. Heute leider alles schade, da können wir nichts machen. Obwohl, hier haben wir natürlich einen schönen Auftrag gehabt. Aber ist natürlich deutlich zu weit weg und klappt natürlich auch nicht. Das ist hier nochmal die Sache, dass meine Flugzeuge nicht geeignet sind. Hier sind sie grau hinterlegt beide, weil die halt deutlich weniger Passagiere fassen können, meine Flugzeuge, ja. Routen könnte man natürlich jetzt mieten und damit Geld machen, so wie wir es beim letzten Mal gemacht haben mit den Passagieren. Das Problem ist nur, das lohnt sich nicht wirklich. Da können wir jetzt noch keine großen Gewinne abschöpfen, weil unsere Flugzeuge noch nicht entsprechend ausgestattet sind und so weiter. Also das wäre jetzt sinnlos. Wir sollten uns jetzt, wie ich, darauf konzentrieren, einfach
erstmal Flüge zu finden, vernünftige Flüge zu finden, die möglichst viel Geld bringen. Und da kann ich auch den Kollegen mal fragen. Ja, was ist? Ob wir nicht kooperieren wollen. Geschäftsbeziehungen. Ich wollte dir vorschlagen zu kooperieren. Wir können unsere Kontakte ins Ausland gemeinsam nutzen. Du kannst meine Niederlassungen anrufen und ich deine. Einverstanden, das machen wir. Gut. Tschüss, ich muss weiter. Jetzt müssen wir nur mit dem kooperieren, genau. Ja, was ist? Das klicke ich jetzt mal schnell durch. Ich wollte einverstanden. So. Tschüss. Jetzt haben wir im Endeffekt alle auf unserer Seite, sprich, wenn die sich jetzt die Niederlassung holen, dann haben wir auch da was von. Wenn wir übrigens telefonieren mit dem Handy, ist das deutlich teurer als hier mit dem Festnetztelefon. Nur so nebenbei. Wir können später auch noch ein Notebook kaufen, dann müssen wir das hier nicht über diesen Auftragsplaner erledigen. Ich sehe gerade, einen Auftrag haben wir noch hier zu vergeben. Gucken wir mal. Der wird hier wahrscheinlich so gut wie gar nichts an Geld abwerfen. Der Auftrag, ne, 38.000 hier minus, das bringt gar nichts bei dem Flugzeug. Da bringt es hier schon eher was. Ich werde diesen Auftrag trotzdem ganz ans Ende setzen, an den letzten möglichen Tag. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich dann noch Platz habe hier zwischen und kann entsprechend etwas besser planen für die Zukunft. Gut, hier können wir nichts machen. Hier können wir auch nur richtig dicke Aufträge mitfliegen lassen mit dem. Na gut. Schauen wir mal, ob wir vielleicht noch was finden. Wir haben ja noch Zeit. Bis 18 Uhr geht der Tag, ja. Und gucken wir mal. Oh, das lohnt ja überhaupt nicht. Alles so richtig nutzlos, diese Aufträge. Also, da ist nichts bei, was auch nur ansatzweise. Okay, Last Minute hat schon zugemacht. Können wir auch sehen, wann die aufhaben. Sonntag bis Freitag. Oh, das heißt, am Samstag haben sie zu. Da müssen wir auch ganz wichtig darauf achten, dass wir bloß unseren Samstag immer voll haben mit Aufträgen. Dass dann nicht so ist, dass wir dann irgendwie Probleme kriegen oder dann keine Aufträge mehr kriegen. Gucken wir mal, wie es insgesamt aussieht für uns. Ja, wir sind immerhin schon an Position 2, also von Position 4 auf 2 verbessert. Das sieht doch erstmal ganz positiv aus. Ich gehe jetzt nochmal ganz, ganz kurz hin und gucke mal, ob wir hier neue Aufträge haben. Irgendetwas Attraktives, gar nichts. Gut, dann gehe ich erstmal ins Büro. Und an der Stelle mache ich jetzt erstmal einen ganz kleinen Break. Bis zum nächsten Let's Play.